Hi und willkommen zu einem neuen Vlog auf diesem Kanal. Freut mich, dass du wieder dabei bist. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Melanie und auf geht's nach Prag. Spontane Aktion, los geht's. So, noch 2 Stunden Fahrt und dann sind wir da. In der Zeit werde ich die Zeit sinnvoll nutzen und die Linse von der Kamera sauber machen, denn die ist schön dreckig, ja. Das sieht man sogar hier im Video. Wir sind da am Hotel angekommen. Erstmal ewig das Zimmer gesucht. Schmeiß weg. Aber jetzt nicht. Wow. Super. Gottes Willen. Brauche ich noch irgendwas? Eigentlich nicht. Na dann, auf geht's wieder runter. Ist ein nettes kleines Zimmer. Und jetzt geht's in die Stadt. Es wird eine runde Bahn gefahren. Subway. Endlich was zu essen. Das letzte Mal früh gegessen. Vor lange her. Wir sind ja im Süßigkeitenladen. Hier gibt es voll coole Sachen. Ich zeige euch mal was. Hier ist so unglaublich viel los. So, in Prag wird es mittlerweile dunkel. So sieht es hier aus. Und ich bin immer noch unterwegs. Aber jetzt wieder auf dem Weg zur Bahn. Und dann geht es zum Hotel. Da steht er schon. Da steht er schon? Ah, der Bus. Der Bus steht da schon. Puh. Da ist der Bus. Okay. Der Bus ist schon da, aber wir können noch nicht einsteigen, aber das ist gerade so schön. Wir haben gerade die blaue Stunde und das Gebäude da hinten ist auch richtig cool angeleuchtet und der blaue Himmel dahinter sieht richtig cool aus. Richtig cool. Endstation, auf zum Hotel. Haben wir es noch weit? Jetzt sind es noch 2 Minuten. 2 Minuten, okay. Thank you.
Logo wieder im Hotel. Oh, hallo. Es ist langsam echt kalt geworden und ich bin jetzt wirklich froh, dass wir wieder zurück sind. Ernsthaft. Es ist auch mittlerweile schon um 9, würde ich sagen. Und ich muss das Video auch noch schneiden. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch online kriege. Mal schauen. Keine Ahnung, mal schauen. So. Erstes Mal in Ruhe aufs Zimmer. Erst bin ich ja nur so durchgestürmt, weil es weitergehen sollte. Oh, wieder ausgemacht, das Licht. Hä? Wieso geht das Licht hier nicht? So eine Karte gibt es hier nicht, wo man es einstecken muss. Hier geht das Licht nicht. Cool. Wir haben gerade eben festgestellt, hier gibt es gar keine Lampe an der Decke. Und wir haben nur diese kleinen Lampen hier. Aber gut, das reicht ja auch. Ich habe heute nicht so viel mitgefilmt, weil wir einfach zu viert auch unterwegs waren. Und da war das immer ein bisschen ungünstig. Aber ein paar Eindrücke habe ich schon mitsammeln können. Wir sind in Prag. Prag ist auch eine schöne Stadt, sehr alt, aber nicht alt im Sinne von alt, sondern architektonisch alt. So alles verschnörkelt, alles verspielt, die Häuser. Wir haben heute auch schon ein bisschen was gesehen, aber morgen geht es auf jeden Fall weiter. Was hier in Prag auf jeden Fall auch auffällt, ist in diesem Ballungszentrum, wo die Touristen hinkommen, dass dort auch einfach Leute sitzen, die dann ja am Straßenrand betteln, aber das sieht komplett anders aus. Also sieht hier komplett anders aus als in Berlin. Die Menschen in Berlin waren wirklich in einem sehr schlechten Zustand und hier die Leute, die unterwerfen sich quasi. Also es ist auch nicht schön, aber auf jeden Fall schon ein besserer Anblick als Berlin. Es ist sogar schon 9:30. Ich fange jetzt an, das Video zu schneiden. Wir haben gerade versucht, den Fernseher anzubekommen. Der geht gar nicht an. Das ist auf jeden Fall schon ein Unterschied zu Berlin. Aber mir ist eigentlich egal, wo wir übernachten, weil ich sage immer, Hauptsache das Bett ist bequem, die Dusche ist warm und vom Frühstück kriegt man keine Salmonellen. Ich würde sagen, ich verabschiede mich. Lasst doch gerne ein Däumchen da oder einen Kommentar. Abonnieren ist kostenlos und würde mich sehr unterstützen. Bleibt auf jeden Fall dran, es bleibt spannend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.